350 Musiker, die hier spielen, sind nicht etwa ein festes Ensemble mit einstudiertem Repertoire. Flashband, so nennt sich dieser musikalische Flashmob. Noch vor einer halben Stunde gab es dieses Orchester nicht und lediglich ein paar Berlin-Touristen spazierten über den Gendarmenmarkt. Von allen Seiten kommen nun die Musiker auf die große Freitreppe des Konzerthauses. Treffpunkt 12.45 Uhr. Da kam einfach eine Mail rum, wo dran steht, hier und bitte weiterleiten und bla bla bla. Und dann leitet man die natürlich auch an alle Freunde weiter. Und man kennt ja einige Musiker und von 10 machen dann vielleicht 2 mit. Ne? Gestern war eine kurze Meldung im Berliner Tagesspiegel in der Tageszeitung mit Website. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist eine tolle Idee, die Flöte wieder rauszuholen. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Und dann habe ich mir die Noten runtergeladen. Die sind jetzt spontan nicht so schwer, dass ich dachte, gut, das kriege ich noch hin. Dann bin ich einfach gekommen. Auch einfach mal Lust und Spaß haben an der Musik und sehen, wie in der Gruppe ist und mal so frei Musik machen. Ne? Einige sind schon erfahrene Flashmobber. Ich nicht, aber vielleicht die Mädels. Ja, bei einem in der Wohltatschen Buchhandlung. Da haben wir mal, da haben wir alle laut aus dem Buch vorgelesen, eine Minute. Andere sind nur ganz zufällig hier. Ach so, wir sind eher spontan dabei. Also wir haben das gerade gesehen und dann wurde uns das in die Hand gedrückt und jetzt machen wir mit. Aber ohne Instrument? Ohne Instrument, nur mit Stimme. Geigen und Bratsche nach links, unten und der Rest holt Mitte. Saxophone, bitte hier unten, hierhin, wo ich jetzt hingehe. Aufgerufen zu dieser Aktion hat der Deutsche Musikrat anlässlich des Tags der Musik. Dieser findet zeitgleich in der ganzen Republik statt. Es wird Land auf, Land ab Musik gemacht. Etwa 600.000 Menschen werden wir auf die Beine bringen mit dieser Aktion. Und das ist einfach ein Schaufenster für die kulturelle Vielfalt, die wir in unserem Land haben. Das reicht vom Bergwerksorchester über das türkische Ersatzensemble bis zum Shanty-Chor. Profis wie Laien sind beteiligt beim Tag der Musik. Und wir wollen damit eben zeigen, wie reichhaltig doch das Musikleben noch ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch klar machen, dass wir diesen Reichtum pflegen und entwickeln müssen. Liebes Publikum, bei uns sind Sie richtig zum Tag der Musik, aber nicht hier, sondern auf der Treppe. Wir haben noch ganz viele Noten und Text. Kommen Sie doch bitte einfach mit drauf, dann singen Sie mit. Das ist für uns alle ganz spontan. Das Berliner Publikum lässt sich nicht lange bitten. Neben Edward Elgars Pomp and Circumstance hat auch Don't Worry, Be Happy von Bobby McFerrin nun Premiere. Das Eröffnungsstück dirigiert Musikratspräsident Martin Maria Krüger selbst. In seiner Begrüßungsrede macht er nochmals die Botschaft dieses Tages deutlich. Wir wollen darstellen mit diesem Tag in 1500 Veranstaltungen in Deutschland in diesem Jahr, dass Musik ein wesentlicher Teil des Lebens ist. Wir wollen die kulturelle Vielfalt und durch die musikalische Vielfalt in unserem Land darstellen. Wir wollen aber vor allen Dingen darstellen, dass mit Musik ganz selbstverständlich alle persönlichen und kulturellen Grenzen überwunden werden. Direkt im Anschluss geht's im Konzerthaus weiter. Auf allen 4 Etagen präsentieren sich Aussteller und die zahlreichen Projekte des Deutschen Musikrats. Neben Mitgliedern des Bundesjazzorchesters auch ein Trio des Bundesjugendorchesters. Der diesjährige Tag der Musik gilt gleichzeitig als Auftakt der Kampagne »Ohne Musik keine Bildung«. Jedem Kind soll der Zugang zum aktiven musikalischen Erfahren möglich werden. Diese Kampagne wird ein Jahr lang laufen, bis zum nächsten Tag der Musik 2011. Wir wollen diese Zeit nutzen, verstärkt Druck in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen in der Politik aufzubauen, damit sich die desaströsen Verhältnisse im Bereich der musikalischen Bildung verbessern. Auch die Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Politik und Kultur steht in diesem Zusammenhang. Musikland Deutschland, blühende oder verblühende Landschaften, ist die Frage. Ich glaube, dass wir keine Krise der Künste haben. Wir haben eine Krise in der Vermittlung von Kunst. Und diese Krise wird besonders deutlich in der Schule.
dort, wo wir sie eigentlich am wenigsten haben dürften. Dass die Kinder aber auch Töne brauchen, Bilder, Worte, eine Stimulanz, eine Nahrung für ihr Gehirn, das ja genauso wichtig ist wie Essen und Trinken. Das dürfen wir eben nicht vergessen, aber das lassen wir so oft außer Acht. Wir haben einen ganz einseitigen Schwerpunkt auf eine unreflektierte Wissensspeicherung. Eigentlich befinden wir uns in Deutschland in einer einzigen Bildungsbulimie und die musischen Fächer werden immer weiter zurückgedrängt. Und ich glaube, das ist auf Dauer eine Gefahr für unsere Demokratie, weil was wir lernen, dadurch, dass man ein Musikinstrument lernt, dadurch, dass man mal auf der Bühne steht und Theater spielt und in seinem eigenen Ausdruck bestätigt wird, das ist die Lust auf Eigeninitiative und das ist die Lust aufs Mitgestalten. Egal ob deutscher Musikwettbewerb, Popcamp oder Jugendmusiziert, junge Spitzenensembles aus diesen Projekten demonstrieren zum Abschluss des Tages, welch hohes Niveau musikalische Bildung erreichen kann.